Oh, wer liebt es nicht? Trockenes, strohiges Haar. Was viele aber nicht wissen, ist, dass hinter dem Strohlook richtig Arbeit steckt. Erster und wichtigster Schritt, wenn du zu Hause ein Produkt hast, wo Conditioner draufsteht, räum das irgendwo hinweg, wo du das nicht wiederfindest. Zweitens, nach dem Waschen immer auf höchster Stufe föhnen. Und drittens, wenn du das alles schon eine Weile gemacht hast und erste Ergebnisse sehen kannst, kommt das Finish, Blondierung.